Willkommen zu Countdown zu Airfans 23. Und ja, Leute, es ist das beste Game aller Zeiten. Es ist das beste vom Rants Game, meiner Meinung nach. Es ist vom Rants 2012. I love this game. Es ist wirklich so genial. Ich verbinde so viele Erinnerungen damit. Wir gucken uns mal im Schnelldurchlauf die Fahrer an. Vettel und Webber, natürlich der Weltmeister dieses Jahres. Aber auch James Button und Lewis Hamilton. Dann haben wir Fernando mit dem Spitzbart und Felipe Massa. Bei ja, Mercedes noch einmal Michael Schumacher, seine letzte Season. Und Brittany Nico. Dann haben wir hier bei Lotus Kimi Räikkönen und Romain Grosjean. Zwei sehr coole und tolle Fahrer, die haben in diesem Jahr viel rasiert. Paul Di Resta und Nico Hülkenberg. Kamui Kobayashi und Checo Perez. Der hat, glaube ich, auch alles durch in seiner Karriere. Daniel Ricciardo, der noch ganz, ganz junge. Daniel Ricciardo und schon Eric Wern. Wir wissen ja alle, nach dem Abgang der Formel 1, was da abging. Pastor Maldonado und Bruno Senna, Kovalainen und Vitaly Petro. Viel hat sich nicht geändert im Vergleich zum 10er Jahr. Pedro de la Rosa und Narain Kartikeyan. Auch leider nicht mehr viel von ihm gehört. Und zu guter Letzt Timo Glock und Schalzbeck. Wir werden heute mit dem, ja, frisch zurückgekommenen Kimi Räikkönen. Los geht's, der Kalender war auch ziemlich vielfältig. Australien, Malaysia, China, Bahrain, erst das dritte Rennen, kann ich mich noch gut erinnern. Spanien, Monaco, dann auch Kanada. Vieles ist gleich geblieben. Valencia, sehr, sehr geile Strecke, wirklich sehr, sehr cool. Großbritannien, Deutschland, Hockenheim, glaube ich. Ja, Hockenheim. Ungarn, dann haben wir Belgien, Italien, gleich beide Rennen, die wir fahren werden. Singapur, Japan, Korea, Chuangam, oder wie es geheißen hat. Indien war nachher Neu-Delhi und Abu Dhabi, dann noch Vereinigte Staaten und Brasilien. Das war's dann. Wir werden heute natürlich, wie immer, in Belgien starten und los geht's. Sind wir nun in Spa-Francorchamps, eine der besten Strecken aller Zeiten. Die darf niemals aus dem Kalender fallen. Und mit Kimi Räikkönen auch einen, ja, der besten und vermutlich auch einen der, ja, längsten Karrieren aller Zeiten. Schnelles Setup, wir werden wieder auf Regen gehen, auf Grip hoch, Höchstgeschwindigkeit niedrig, brauchen wir nichts. Achso, man kann hier direkt aufgeben. Warum denn aufgeben? Wir gehen auf die Strecke raus. Wir werden die Strategie so übernehmen, wie sie uns das sagen. Und ja, den hier. Ich habe wie auf dich probiert, habe das hier zu machen. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Auch das noch eher wenig von Elektronik gezeichnete Lenkrad gefällt mir sehr gut. Jetzt ist auch schon sehr, sehr viel Elektronik. Dann vom ersten Platz hier Fernando Alonso. Mein absoluter WM-Kandidat gewesen. Ich habe mir so gewünscht, dass er in diesem Jahr Weltmeister wird. Ist leider nichts geworden. Gucken wir mal, ob Force Feedback heute drin ist oder auch wieder nicht. Steuerung, Controller, Anpassung. Geht wieder nicht. Geht wieder nicht. Schade. Ja, es geht einfach mit dem PS5-Controller kein Force Feedback. Egal. Los geht's hier mal. Wo kann man die Cams anstellen? Oben rechts. Okay, nehmen wir versetzt. Die gefällt mir gut. Und Curse natürlich auch noch. Die Leute, die es nicht mehr kennen, das Kinetic Energy Recovery System hat man für, glaube ich, ein paar Sekunden benutzen können. Er kommt besser weg als Lewis. Und ja, wieder eine Umgewöhnung, denn ich bin nämlich in Formel 1. Ja, genau. Sorry, Bro. Ich bin nämlich in Formel 1. Halleluja. Ja, das war nicht so gut. Das ist aber komisch. Also gerade in Turn 1. Oh, husch rauf. Ja, haha. Ich glaube, das Strafmodell war noch nicht ganz so ausgereift, denn man bekommt auch für vieles eine 20 Sekunden Strafe. Das weiß ich noch. Und hier hängen wir uns. Ja, fast den Bot-Button, bitte. Alter. Hier schon alles Kiesbett. Also man hat da schon. Ja, Mann, was ist denn los? Das Auto ist unsteuerbar. Das Auto ist unsteuerbar. Alter, ja, dreckige Reifen jetzt auch noch. Das ist jetzt Nico, oder ja? Ja, da können wir immerhin raufhalten, draufhalten. Ja, das ist so schwierig. Hä? Das ist ja noch, glaube ich, hatte das oder 13 dann. Nein, ich glaube, da hat er. Ja.
Wie konnten wir das überstehen? Ja. Ich glaube, wenn ich so weitermache, brauchen wir gar nicht mehr weiterfahren. Also, das ist wirklich Hardcore. Das ist Hardcore, das Rennen. Das ist... Ich lenke vor Rouge rauf und das Heck kommt direkt, obwohl ich Traktionskontrolle drin habe. So, hier an. Ja! Beim Rostbeschleunigen wird einfach das Auto ganz unruhig und wir können gar nichts machen. Das Force Feedback ist auch eher so bedingt, also nur Curbs fahren, vibriert der Controller ein bisschen. Und Gras oder so und das war's dann. Ich habe schon 5 Leuten den Flügel runtergerissen, weil es gerade richtig schwierig ist, das Ganze zu handeln. Liegt vermutlich aber auch am Auto. Nein, nicht wieder in die Mauer. Ach, come on! 3 Respawns in 2 Runden, das ist ein Wahnsinn. Das ist der letzte Respawn. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ist mir echt scheißegal. Es kotzt mich schon so an. Das Game ist so... Ich habe das so in einer guten Erinnerung. Aber es fährt sich gerade so scheiße wie niemals zuvor. Ja, guck dir das an. Ich lenke Fullspeed ein, drück nicht mal aufs Gas und es kommt einfach... Wir fahren einfach neben die Strecke. Es ist einfach gerade sehr, sehr schwach. Ja, geil. Ist mir scheißegal. Ich hab gar keinen Bock. Es macht mir keinen Spaß, wirklich. Welche Mischung? Okay, irgendwas schwingt da. Oh ja. Und wieder im Kiesbett, geil. Geil. Jo, das wird wieder sehr spaßig. Wir sind letzter Platz. Es wird anscheinend die Last of Us Challenge. Ja, der erste Controller ist wrecken gegangen. Ich kann nichts machen. Er ist runtergefallen. Nein, ich habe noch. Egal. Ja, gut. Rein und ab los. Also, wir müssen noch irgendwas hier bringen. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel Benzin da. Wie viele Reifen wir da. Oder welche Reifen da drauf sind. Sind es die A, sind es die Medium? Ich weiß es ehrlich gesagt. Gut, es ist mir auch schon egal. 2000 Jahre später. An Materialien gespart. Und hey, komm wieder. Und hey, komm wieder. Also das... Es ist wirklich... Ich habe das Setup... Ich habe das verfickte Setup auf höhere Traktion gestellt. Und mir dreht in jeder zweiten Kurve das Heck weg. Also... Seit wann? Verfickte Scheiße. Seit wann hat das... Na, ist recht. Es reicht. Seit wann? Sehr schnell aufgeben. Ich bin kurz davor. Ich bin echt kurz davor. Strecke zurücksetzen. Geht. Gut, wir sind jetzt der wunderbar letzte Platz. Und ich würde mal sagen, wir geben das Ganze auf. Es tut mir leid, ich habe da keinen Bock. Das ist der grottigste Scheiß, wie kann das sein? Aufgegeben, fertig. Kein Bock auf die Scheiße mehr. Versuch Nummer 2. Spa-Francorchamps. Diesmal mit weltenbesseren Auto. Hoffentlich mit Chains und Button. Wir werden auch im Setup gar nichts mehr ändern, denn ja, das ist vom Verhalten her fast genauso schlecht wie Formel 1 2022. I'm sorry, es ist wirklich kacke. Ich habe schon den Controller zerstört und meine Faust halb zerstört, also ich will nicht. Ich will einfach nur dieses Drecksrennen beenden, denn es ist wirklich unheimlich kacke zu fahren. Wir starten los mit Chains und Button. Der Helm sieht ein bisschen... Ja, also als ob man ihn im Store von F1 22 bekommen würde. Also so ein bisschen... Ja, was soll ich sagen? Der Helm sieht echt fade aus. Lass uns mal loslegen. Los geht's! Der zweite Grand Prix hier in Belgien. Wir kommen besser weg als alle anderen. Aber Michael wird uns da in der ersten Kurve hoffentlich nicht zu sehr in die Schranken weisen. Ja, Michael, du fährst mal direkt neben... Gib mir den Platz, gib mir den Platz. Nein, 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 es wird sehr eng, es wird sehr eng, es wird sehr eng. Ja, Gott sei Dank. Ja, au rouge rauf, es wird trotzdem unendlich. Wieso ist das Auto jetzt auf einmal so gut? Wieso hat dieses Auto so viel mehr Handling wie der Lotus? Das macht keinen Sinn, aber wirklich keinen. Sepp auf 1, wir ordnen uns hinter Sepp ein. Yo! Der McLaren war in diesem Jahr, glaube ich, nicht gerade... Wieso so langsam?
Der McLaren war in diesem Jahr, glaube ich, nicht das beste Auto. Aber eins weiß ich. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Skill in diesem Game. Weil ich meine, ich fahre mir jetzt keinen Skill an für ein Game, das 11 Jahre alt ist. Aber der Skill fehlt mir abnormal hier. Aber probieren wir es weiter. Mit viel Glück können wir irgendwas noch hier erreichen. Es liegt vielleicht auch die Strecke. Vielleicht liegt die dem Ort auch nicht so von vor 11 Jahren. Jetzt drehen wir mal den Benzin ein bisschen rauf. Gucken wir mal. Eine Runde gibt es drauf. Also es sind auch nur 2 Sekunden zu Sepp. Vielleicht holen wir den irgendwie noch. Also ein Win hier. Ich kann mich noch an die Animation erinnern. Ich habe ein bisschen Schiss vor Orouge. Denn Orouge wird unfassbar hart. Lewis hinter uns. Da hat er nur noch nur einen Titel. Jetzt hat er ja 7. Und ja, mit Hamilton spielt man sich besser nicht. Der ist gleich wieder da. Im Windschatten hauen wir uns hier dran. 335. Alter, und so früh gebremst. Sepp. Aber ich glaube, das war Taktik. Nein, war es nicht. Okay, er hat einfach nur früh gebremst. Er weiß eh, dass ich in der nächsten Kurve eventuell wieder neben die Strecke kommen könnte. Dann kann... Genau. Dann kann er es wieder versuchen. Aber ich mache mir hier gute Chancen. Ich mache mir gute Chancen aus. So. Gehen wir mal mit Benzin auf Mager. Und ab Runde 3 werden wir dann die ganz restlichen Runden auf Feld fahren. Das erste Mal hier gut durch die Kurve gekommen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Das Auto, ihr braucht ewig, bis man hier mal auf Topspeed-Niveau ist. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das im heutigen Rennen ja irgendwas dann noch passiert. Das ist leider so. Ich habe vorhin schon gemerkt im Rennen, ja, wieder viel zu spät auf der Bremse. Aber wenn es jetzt nicht gerade ein Crash... Wenn es jetzt nicht gerade ein Crash ist, werde ich nicht respawnen. Ja, Mann! Was ist denn los mit dem Auto? Sagt euch gleich, ihr wollt Sepp den Sieg schenken. 5 Sekunden im Mittelsektor verloren. 5 fucking Sekunden. Jetzt können wir aber fett fahren. Denn die letzten 2 Runden werden jetzt ja alles nochmal rausreißen. Hier im Windschatten an Sebastian dran. Das ist ein Wahnsinn. Dieser Windschatten-Effekt. Wow. Nur nicht die Körbs stark berühren. Da lassen wir ihnen genug Platz. Aber rechts nicht zu weit über die Track. Sonst bremsen sie mich wieder ab. Ich glaube, die hat man das damals schon versucht. Da war schon die DS-Linie. So DS-Hamstern? Das ist ja eine interessante Frage. Also, so wie es ja Verstappen hatte, das Ganze revolutioniert. Aber trotzdem, das wäre eine ziemlich interessante Frage. Ich freue mich schon morgen auf Monza, denn die Strecke ist vermutlich auch charakteristisch ein bisschen besser. Und da werden wir dann auch endlich, hoffentlich 25% Rennen fahren. Pickup im Effekt hat man sich dann auch gedacht, gibt man, wenn man neben die Strecke fährt, drauf. Es ist... Ja. Ich bin ein bisschen übermotiviert. Jetzt... Ja, cool. Es ist dann doch nur der 3. Platz, oder? Oder der 4.? Nein. Ich habe wirklich den Sieg in der letzten Runde weggeworfen. Das ist so typisch. Es ist wieder so typisch. Bitte nicht wieder rutschen. Bitte nicht wieder rutschen. Ja, der Nächste. Na komm. Free Willy oder was? Was ist denn los jetzt wieder? Warum ist jetzt wieder Lewis hinter uns? Das macht gar keinen Sinn. Ja, genau. Direkt beim Reinlenken habe ich gemerkt, wie das Auto rutscht. Direkt beim Reinlenken. Ja! Genau. 12 versuchen hier einfach mal was aus. Probieren wir es aus. Ja, nein, das hilft auch nichts mehr. Abkürzen, scheiße. Na egal. Hey. Das ist wieder nur der 4. Platz. Mankast. Das ist schon so mühsam, wirklich. Jedes verfickte Mal. Na egal. Leute, es ist so wie es ist. Wieder mal eher Simi. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Morgen geht's dann nach Monza. Ich hoffe, dass wir dann allmählich besser abschneiden können. Und wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok oder schaut euch das Folge wieder an. Bis zum nächsten Mal und ciao.